herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Diablo 4. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Aber leider habe ich mich nicht ausgeloggt und bin jetzt irgendwie hier gelandet. Muss aber irgendwie hier entlang. Oh. Das ist natürlich sehr ungünstig. Ich das so. Sprecht mit der mysteriösen Frau. Der aussieht völlig krank. Ich habe hier ein wenig verpasst, wie man rauskommt, aber wahrscheinlich nicht zu viel. Mysteriöse Frau. Oh, was? Was ist geschehen? Es fühlt sich an, als ob Feuer über meine Haut kriecht. Oh. Ihr wurde tätowiert. Ein Ritual. Ich höre etwas. Eine Stimme in meinem Kopf. Andariel. Zwischen euch und ihr wurde eine Verbindung hergestellt. Wer seid ihr? Taisa, wer seid ihr? Ich bin Lorath, einer der Horadrim. Horadrim? Wie Elias? Wenn er das gesagt hat, hat er gelogen. Ich war gekommen, um ihn zu töten. Ich dachte, ich hätte es auch geschafft, doch als ich wegsah, war er verschwunden. Wenn er überlebt hat, muss er in seine Zuflucht geflohen sein. Zuflucht? Er hat einen Palast. Irgendwo in der Wüste im östlichen Kedjistan. Aber mehr weiß ich nicht. Interessant. Recht mit Lorath. Tja, eine gute Nachricht gibt es. Ohne ihn verfallen die Kannibalen in Gul'ran vielleicht in Chaos. Wie finden wir diesen Palast? Wir sollten nach Tazara gehen. Die Menschen dort kennen die Wüsten Kedjistans gut. Vielleicht hat jemand von diesem Palast gehört. Ich begleite euch. Ich weiß zwar nicht, ob ich in diesem Zustand eine große Hilfe bin, aber... ich verdanke euch mein Leben. Ihr seid uns nicht schuldig, aber ihr könnt uns gerne begleiten. Auch ihr verdient Vergeltung. Oh, das ist ja ziemlich weit weg. Trefft euch mit Lorath und Taisa. So. Was ich vielleicht tun sollte, ich muss mal zurück. Den werde ich austauschen. Muss ich ihn. Er ist einfach besser und das zerfälle ich ihm auch. Und schade, weil ich mich nicht ausgelockt habe, dass ich jetzt nicht gesehen habe, wie man aus diesem Tempel rauskommt, aber okay.
wahrscheinlich nicht so gut gewesen oder ausgehört. Naja, egal. Hauptsache, es geht weiter. Weg. Gute Ausbeute. Soll ich etwas für euch schätzen? Ich bin nur, dass du etwas aufwertest. Der Widerstand gegen Gift ist natürlich besser. Habe ich dann nicht mehr. Also wirklich. Das ist der einzige Nachteil. Sonst ist das Teil wirklich in allem besser. Lebensreck, ich meine viel, viel schneller, also das gibt mir schon nichts. Der legendäre Effekt sozusagen ist auch besser. Zurück. Okay. Und Reinhold. Und den Rudi auch gleich. So ist sie eigentlich. Gut, wir müssen hier entlang. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie besser ist, wenn ich hier entlang gehe. Geh's einfach mal. Lass mich jetzt mal interessieren, wieder in welchen Akt bin ich jetzt eigentlich? Akt 3, okay. Ja, schon. Das ist der Arzt, der erinnert. Okay. Sehen. Okay, ich kann auch so entlang gehen. Bin ich mal viel, viel schneller. Also das mal ganz sicher. Strike ist viel schneller.
dann geht's einfach nur alle weiter. Neues Gebiet. Da ist so wie so eine Salzwüste oder so. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Hey, wieso hat der Pferd? Wenn ich wohl herausfinden müssen. Oder er ist weiter als ich. Wow, da geht's wirklich weiter hier. Also die Kampagne, muss man sagen, ist bisher nicht schlecht, also kann ich sagen. Beziehungsweise mal erledigt starten wir sein, oder? Oder nein. Schade. Streifen, ja, wieder viele von diesen Karten. Okay. Ah, hier ist eine Siedlung. Die soll ich. Was soll ich? Eine Bahn haben die nördliche Partei im Salon der Stadt auf den Prüfstand gestellt. Sie konnten die Barrikaden überwinden, bevor sie fielen. Ich bezahle euch fürs Kämpfen, nicht dafür, euch bei den Bettlern zu verstecken. Ihr sagtet, das wäre ein einfacher Auftrag. Kannibalen zu töten ist nicht einfach. Kirchentüren. Eine einsmächtige Kirche der Zakarum, erbaut in der Blütezeit ihres Reiches. Selbst das Ruine verleiht sie den neuen Herren von Hirandai, den Händlern der Trockensteppe, eingeführte Legitimität. Seht ihr diese Narbe? Ein Beißer hat mich gebissen, also habe ich zurückgebissen. Okay. Reingeschaltet.
Er klingelt an in der Rand und fragt, dass er Schluck zu ihm. Die Hände nehmen ihre Sicherheit sehr ernst. Ja. Sicherheit geht vor, würde ich so glauben. Überreife Frucht, halber Preis! Warte noch auf eine frische Lieferung. Hört auf zu sabbern! Ich würze das Fleisch für die Lagerung, nicht für den Verkauf. Hey, lasst uns sabbern. Ich war vor langer Zeit von der Erbauung von jenem Teil bewahrt und ist das Zentrum der Jesus-Schreins. Gebetskerzen brennen Tag und Nacht, angezündet von Reisenden und Kaufleuten gleichermaßen. Gesegneter Akarat, Geister der Sande, gewährt meinem Wagen sicheres Geleit. Proviant für die Reise? Ihr wollt nicht hungrig sterben, was? Das Schicksal ist mit euch, das sehe ich. Hm. Ihr geht schon? Sie haben Taiji vom Tor runtergeholt. Wollt ihr ihn sehen? Ich habe auf dieser Reise genug Leichen gesehen. Kejistan sollte es besser wert sein. Warte, da oben war der Schmied. Alter, ich hab's nicht gesehen. Such den schon die ganze Zeit. Alter. Hab ich gar nicht gesehen, Boy. Und schau. War's eigentlich. Na, obwohl eigentlich nicht. Ich noch was anderes. Sehe nämlich die andere Seite. Es tut mir leid, Sorger. Doch ich schicke niemanden mehr nach. Findet Frieden darin, dass seine Leiche geborgen wurde. Frieden? Ich frage mich, ob ihr das auch sagen würdet, wenn es euer Kind wäre. Mögen die Ahnen euch schützen. Verdammte Fresse! Haben meinen Bruder wie einen Braten tranchiert! Zündet eine Kerze für ihn an und geht ins Bett. Die Vorstellung ist irgendwie lustig, aber... Ja. Wenn ihr einen Ausschlag habt, behandelt ihn selbst. Ich will nicht noch einen sehen. Oh, danke. Gastwirtin. Was könnt ihr mir über Yerandai? Das ist die sicherste Stadt auf dieser Seite der Steppe. Gute Knochen. Erbaut auf den Schultern des alten Imperiums. Ihr und eure Münzen seid überaus willkommen. Ja, so glaube ich dir das. Was ist mit der Kannibalen vor den Toren? Die Bestien machen etwas Lärm, doch unsere Söldner sind die Besten. Sie haben das schon bald erledigt. Wir arbeiten hier nur mit Söldnern. Ja, ich würde mal sagen. Wir gehen hier weiter. Eigentlich ist immer ein langer Weg. Eiter Weg. Ja, wir werden sehen, was dort so ist. Thank you.
Boah, Alter, das sieht ja richtig gut aus zu Hause. Was ist denn hier da? Voll. In der Nase. Ist er voll? Gehen die totale Wüste oder was? Oh, hier sind wir. Das Sarak 50. Uns den Weg holen. In der Stadt habt ihr hier. Ihr, vielleicht könnt ihr das endlich klären. Pferde oder Kamele? Kamele haben 3 Augenlider, um den Sand fernzuhalten. Pferde hingegen. Eisenwölfe. Söldner mit einem albernen Namen, die nach Münzen gieren. Sie haben das Leben meiner Base gerettet und dies nutzlos. Ah, dem kann man nicht widersprechen. Okay. Diese unglückliche Seele, die von der Verwiesen aufgebrochen auf der westlichen Straße nach Arcanus wandert, scheint noch mehr zu pulsieren und zu beben als andere elendtote Kreaturen. Bringt nicht eure Seele in Gefahr, indem ihr es wagt, euch diesem verfluchten Ding zu nähern. Lasst mich raten! Ihr seid nur auf der Durchreise! Ich werde wohl niemals heiraten! Krieg in der Steppe, Banditen im Süden und Kaldeum hat seine goldenen Tore verschlossen. Die wenigen Kunden, die wir kriegen, wollen üblicherweise einen Reiseführer, der sie in Sicherheit bringt. Wo das sein soll, weiß wohl nur Akarat. Was könnt ihr mir über Tarsa erzählen? Seht, die Achselhöhle der Wüste.
Unsere Familien kamen vor Jahren aus Alkanus, nachdem die Stadt zum Teufel ging. Sie schlugen hier an der Kreuzung ihr Lager auf, um Handel zu treiben. Seitdem kämpfen wir uns durch. Hört sich ja vielversprechend an. Welch edles Kostüm! Die Wüstensonne wird euch lieben. Ja, vielleicht tut sie das. Ist es wahr, dass sie im Norden einen Engel haben? Wir können Akkarath nicht sehen. Ich würde gerne einen Engel sehen. Ja, er ist jetzt nicht besonders. Die Schmiede ist bereit, wenn ihr sie braucht. Hilfreich. Sagen wir es einfach mal so. Die Minen sind seit Wochen geschlossen. Wie lange noch, bis dein nichtsnutziger Bruder Arbeit findet? Bald ist er aus unserem Haus, mein Herzblatt. So, Lorat. Habt ihr etwas über Elias Palast in Erfahrung gebracht? Eigentlich nur Gerüchte. Die Menschen hier sprechen von einem Zauberer, der in einem großen Palast lebt, jenseits des ewigen Sandsturms. Einer dieser Nomaden könnte uns hinführen. Sie kennen das Land besser als... Da ist er. Andariel, ich höre sie. Ja. Ich muss mich irgendwo konzentrieren und ihre Stimme eindämmen. Sucht jemanden, der uns führen kann. Ich hole etwas, um Thaisa zu helfen. Okay. Soll jemanden suchen, der uns führen kann? Abus. Ich suche jemanden, der mich durch den Sandsturm im Norden führen kann. Ha! Keine Chance! Nicht für alles Gold in Caldeum! Ich habe 1 Million. Alia, mit dem ich durch den Sandsturm im Norden führen. Seid ihr verrückt? In dem Sturm lebt ein Zauberer, der euch das Fleisch von den Knochen reißt. Ja, verdammt, oder nicht? Lass uns aufbrechen. Nein, ich bin keine Reiseführerin. Aber hier in der Gegend wimmelt es nur von ihnen. Okay. Otto. Suche jemanden, der mir helfen kann, den Sturm Norden zu durchqueren. Ihr findet hier niemanden, der närrisch genug ist, um diese Anfrage anzunehmen. Gebt auf und bleibt einen Tag länger am Leben. Moment. Was ist mit dem alten Mann? Das Einzige, zu dem euch dieser unzuverlässige Narr führen wird, ist euer Grab. Aber ihr seht verzweifelt genug aus, alles zu versuchen. Er verbringt seine Tage in einer weißen Rauchwolke am Flussufer. Seid vorsichtig. Dort ist es gefährlich. Okay. Lorat. Weiß, wo wir einen Reiseführer finden müssen. Ich habe einen ruhigen Ort gefunden, an dem sie sich darauf konzentrieren kann, Andariels Präsenz zu kontrollieren. Ist es sicher, sie hier zu lassen? Sicherer, als blind durch die Wüste zu stolpern. Zumindest bis wir einen zuverlässigen Führer finden. Okay, hier irgendwo soll es einen geben. Komm, Lorat. Ab geht's. Oh.
dass solche wie euch nicht so über. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Natürlich brauchst du das. Du hast niemand Zeit. Ich habe keine Essenz mehr. Du hast nie Essenz. Ich brauche mehr Zeit. Neuer Tag, neue Narren. Diesmal werde ich nicht derjenige sein, der die Leichen in den Fluss rollt. Vergesst es. Ihr solltet lieber kehrt machen und gehen, Freunde. Tja. Ich habe euch ja gewarnt. Gut, wie noch mehr? Nein. Gut. Seltsamer Halt. Macht auf. Was ist? Ich hab bezahlt, lasst mich in Ruhe. Wir sind nicht zum Geldeintreiben hier. Wir brauchen... Hä? Das kann nicht sein. Oder? Ist das das Symbol der Horadrim? Ja, Horadrim. Deckard? Deckard Kane. Seid ihr es, alter Freund? Ich bin es, Meshif. Nein. Deckard ist nicht mehr. Ich bin Lorat. Wir brauchen eure Hilfe, um den Sandsturm im Norden zu passieren. Ein Sandsturm, was? Die anderen müssen euch abgewiesen haben. Haben euch bestimmt irgendwelchen Unfug von einem Zauberer erzählt. Ja.
Nun, was kann ein Zauberer mir schon antun, was die Zeit nicht schon getan hat? Ja, ich werde helfen. In der Nähe gibt es eine alte Kapelle, ein vielversprechender Ort, um ein neues Abenteuer zu beginnen. Gut. Beschafft euch alles Nötige. Ich hole Thaisa und treffe euch dort. Ah, das ist wunderbar. Wie in alten Zeiten, was, Deckard? Ja, der sehr vertrauenswürdig. Da will ich nur sagen, das war's für heute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ich freue mich über alles. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.